Servus meine Freunde, schön, dass ihr wieder damit dabei seid bei einem neuen Video. Und heute gibt es ein Lost Place der etwas anderen Art. Denn wir sind hier am Hauptbahnhof von Hannover. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, was hat der Hauptbahnhof Hannover mit einem Lost Place zu tun? Viele sind hier wahrscheinlich schon mal umgestiegen oder durchgefahren. Aber was die wenigsten nur wissen, unter diesem Bahnhof gibt es einen weiteren Geisterbahnhof. Und genau den wollen wir uns heute mal zusammen angucken. Und selbst dieser Fahrstuhl hier am Raschelplatz kann bis zur Geisterstation runterfahren. Allerdings ist die letzte Etage totgeschaltet, sodass man nur mit einem Spezialschlüssel ganz runterfahren kann. Deswegen kann ich euch auch heute mal offiziell sagen, wo dieser Lost Place ist. Denn normalerweise ist der Geisterbahnhof gut bewacht und abgeschlossen. Aber wir haben heute eine Drehgenehmigung für euch und dürfen unten reinschauen. Und mal wieder geht es bei einem Video von mir etwas untere Erde. Schon irgendwie merkwürdig. Ein Mitarbeiter, mit dem wir hier heute verabredet waren, öffnete uns Türen und führte uns durch einige Gänge und Bereiche des Bahnhofs, die normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Schon hier war beeindruckend, wie viele Räumlichkeiten sich noch so hinter den Kulissen verbergen. Schließlich kamen wir zu der Tür, wo sich heute der einzige noch benutzbare Abstieg zur Geisterstation befindet. Doch was hat es mit diesem Geisterbahnhof eigentlich auf sich? Die Planungen für dieses Projekt gehen weit vor 1975 zurück und bereits vor über 40 Jahren begann man mit dem Bau des unterirdischen Bahnhofes, der dafür gedacht war, mittels der sogenannten D-Linie die West- und Südstadt von Hannover unterirdisch miteinander zu verbinden. Wäre das Bauvorhaben komplett realisiert worden, würde die D-Linie von Steintor bis Bahnhof Bismarckstraße komplett unterirdisch verlaufen und hätte eine Gesamtsumme von ca. 460 Millionen Euro gekostet. Immer wieder wurden Pläne geändert und verbessert, sodass sich ein weiterer Ausbau über Jahre hinweg verzögerte. Dennoch entschied man sich trotz Zuschlägen zur Expo 2000 aus finanziellen Gründen gegen einen weiteren unterirdischen Ausbau, sondern zu einem Schienennetzübertrage, sodass heute die Linie D-Süd und die Linie D-West getrennt voneinander fahren, mit einer durchaus geringeren Geschwindigkeit von 19 bis 22 km/h, da sie sich die Straßen mit anderen Verkehrsteilnehmern teilen müssen. Aber nicht nur hier am Hauptbahnhof wurden Bauvorleistungen getätigt. Auch am Steintor und weiteren Stationen begann man bereits mit den Baumaßnahmen. Bilder und weitere Informationen von anderen Stationen könnt ihr auf der Seite Geheime Orte Hannovers finden. Jeden Tag fahren etliche Leute hier oben drüber und die wenigsten wissen, was sich hier unten noch alles so befindet. Ein Rohbau eines Bahnhofes.
Wir stehen jetzt hier sozusagen im Gleisbett, da wo eigentlich mal die Züge fahren sollten. Trotz all diesen Niederlagen gab man die Hoffnung, doch noch eine Nutzung für diesen Rohbau zu finden, nie auf. Somit baute man Ende 2000 in Zusammenhang mit der Sanierung des Rascheplatzes gleich diesen Fahrstuhl ein, der bis zum Geisterbahnhof runterfahren könnte. Ja, hier ist der Fahrstuhl, wo wir eben schon oben vorstanden. Hier kann man mit speziellen Schlüsseln dann befahren. Dass der hier die letzte Station anfährt. Auch wenn es keine Geister gibt, spricht man schnell von diesen, sobald es um verlassene Orte geht, wie Geisterdörfer oder Geisterhäuser. An diesem besonderen Ort wird das Ganze aber nochmal durch die atemberaubende Geräuschkulisse untermalt, wenn die Züge der stark befahrenen A- und B-Linie über einen hinwegrauschen. Gewaltig, ey. Gab es hier bereits genügend Überlegungen über eine Alternativnutzung. So besichtigten auch eine Gruppe Skater die Anlage, um hier eventuell eine Indoor-Skatebahn zu errichten. Dieses Projekt fand zwar aus unterschiedlichen Seiten her Zuspruch, konnte aber genauso wenig wie eine Diskothek oder eine Lasertag-Halle aus Brandschutzgründen nicht realisiert werden, da im Brandfall der Fahrstuhl nicht als Fluchtmöglichkeit zählt und somit dieser Ort wohl nicht so schnell für die Öffentlichkeit zugänglich wird. Auch die Dreharbeiten für dieses Video waren nur im Rahmen einer Baustellenbesichtigung möglich. Für alle, die sich trotz diesen Aufnahmen nicht richtig vorstellen können, wie der komplett fertige Bahnhof ausgesehen hätte, gibt es jetzt mal eine 3D-Animation. Wer jetzt neugierig geworden ist, kann eventuell nach der Corona-Zeit wieder Führungen bei den Vereinen Stadtreisen e.V. buchen. Hierbei seht ihr natürlich nicht nur den U-Bahnhof, sondern erhaltet auch Einblicke hinter den Kulissen des Bahnhofs, wie zum Beispiel der alte Posttunnel.
So, und dann verlassen wir jetzt mal wieder die Stadt Hannover. War trotzdem mal interessant, fand ich, was es hier noch so alles unterirdisch gibt. Soll auch noch einen Bunker geben. Da hat der gute Herr leider keinen Schlüssel für. Ja, bis zum nächsten Mal, eurer Hypno-Hilke.